Diesmal gibt es was besonders Leckeres, was in die Erdbeerzeit passt. Und zwar ein fruchtig-süßer Erdbeersalat mit Nudeln. Nicht irgendwelche Nudeln, es sind Farfalle. Wunderschön sehen die aus und nachher im Salat seht ihr ja gleich. Diesen Salat haben wir in ähnlicher Form schon mal gemacht. Allerdings damals mit Resten vom Vortag und Erdbeeren, die übergeblieben sind von irgendeiner Torte oder irgendeinem Kuchen. Da haben wir den Salat kreiert mit einem süßen Süßchen dazu. Und ihr wisst ja, die Zutaten stehen alle unter dem Video in der Infobox. Es wird aber auch im nächsten Video ein Spiel geben, da könnt ihr alle mitmachen und euch was wünschen. Wie das funktionieren wird, sage ich euch gleich. Ich brauche als erstes Kokosstücke, die habe ich in einem Supermarkt bekommen. Ihr könnt natürlich auch aus einer Kokosnuss so viel nehmen, wie ihr haben wollt oder braucht. Von den Kokosstücken nehme ich ein paar und schmeiße die in den Häcksler. Dann kommen dazu 3 bis 4 große Erdbeeren. Ein Esslöffel Zucker, 3 bis 4 Esslöffel Mascarpone oder Joghurt. Ich nehme Mascarpone, ich habe sie noch. Wenn ihr Joghurt nehmt, dann wird das Ganze ein bisschen flüssiger. Dann zupfe ich mir noch 3 Blättchen Minze und die kommen auch noch dazu. Wenn keine Kinder mitessen, könnt ihr einen Schuss Kirschwasser, Erdbeerlikör oder, wie ich, Pfefferminzlikör dran geben und dann mixen. Ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, wie lecker dieses Sößchen schmecken wird. Zur Tafel, zu unserem Spiel. Und zwar Rezeptwünsche. Es kommen so viele Wünsche rein von Dingen, die ich mal machen sollte. Das hatten wir vorher auch schon. Und da haben wir Spielchen gemacht. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar gibt es beim nächsten Rezept von mir etwas Herzhaftes oder einen Salat. Unter diesem Rezept oder Salat schreibt ihr eure Vorschläge, was ich als nächstes machen soll, hin. Und der Vorschlag mit den meisten Likes kommt hier unten dran. Und zwar bei der 2. Und beim übernächsten Rezept, was ein Kuchen, eine Torte, ein Teilchen oder Kekse wird, ist die 1. Da machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Also, beim nächsten Video mit dabei sein und Vorschläge machen für herzhaft oder Salat. Ich bin gespannt. Die Nudeln hatte ich übrigens vorgekocht und ein bisschen Leinöl drüber geschüttet, damit die nicht aneinander kleben. Ich schneide mir jetzt die Kokosstücke noch ein bisschen kleiner. Und ab zu den Nudeln. Und jetzt viertel ich mir 300 Gramm Erdbeeren. Und die kommen jetzt auch zu den Nudeln. Ich brauche noch den Abrieb von einer halben Bio-Zitrone und 50 Gramm weiße Schokolade, die ich mir raspel. Das ist gar nicht so einfach, aber ich wollte meine Lieblingsschokolade nehmen. Zitrone und Schokolade ab zu den Nudeln mit den Erdbeeren. Zwischendrin schön wischiwischi, dann gibt es auch nichts zu meckern. 200 Gramm Mozzarella-Kugeln halbieren und auch zu den Erdbeeren geben. Die nächste Stufe wären Marshmallows. Machen wir aber nicht, das knatschige Zeug. Ich habe hier 2 Handvoll ungesalzene Cashewkerne, die habe ich 2 Stunden im Wasser eingelegt. Die sind jetzt ein bisschen weicher. Da schütte ich das Wasser ab und auch zu den Nudeln und Erdbeeren. Das Ganze einmal vorvermischen, dann lässt sich nachher die Soße besser verteilen. Ich habe ganz vergessen, 3 Minzblättchen noch in Streifen zu schneiden, die kommen auch noch dazu. Das sieht doch jetzt schon toll aus. Hier riecht schon lecker nach Sommer. Erdbeeren und Minze. Hammer. So, die Soße unterheben und dann geht das Ganze eine Stunde in den Kühlschrank. Das ist wie beim herzhaften Nudelsalat. Die Nudeln sollen den Geschmack annehmen von der Soße. Also rein und umrühren.
Die Stunde ist rum, den Salat in eine schöne Schüssel anrichten und ich habe hier noch Toppings und zwar einmal Pistazien und einmal so ein Eistopping und ich habe mir Schokoladenkekse klein gehackt. Die sind noch ein bisschen crunchy, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich mag die Pistazien darüber. Das Ganze kommt in Schüsselchen schön und dann das Topping oben drauf und fertig ist ein wunderbar leckerer, sommerlicher Erdbeernudelsalat. Ist doch toll, probiert das mal aus. Denkt dran, das nächste Rezept könnt ihr euch was wünschen und der Wunsch mit den meisten Likes, der wird nachgemacht. Bis dahin, Thomas.